Vorsicht! Die Grundwerte dieser Werte des Kampfes gegen den Feudalismus der Finanzmächte sind in Gefahr. Die soziale Sicherheit, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, diese Werte müssen befürwortet werden. Dafür, dass diese Werte weltweit Beachtung finden, dafür steht die UNO. Von der hat ja jeder schon gehört. Aber was genau ist die UNO? Das wird uns nun Vera ein wenig näher bringen. Ja, schönen guten Abend, grüß euch. Schön, dass ihr alle da seid an diesem schönen Sommerabend. Ja, die UNO, jeder hat von der UNO schon gehört. Wir haben uns das heute ein bisschen zum Thema gemacht. Die UNO wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg und ist eigentlich eine Nachfolgeorganisation des Völkerbundes, der nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde. Und das Hauptziel von der UNO ist die Friedenssicherung, die Wahrung der Menschenrechte. Und ich finde es eigentlich eine sehr schöne Idee, diese UNO, weil ja, Staaten schließen sich freiwillig zusammen und handeln einen Friedensvertrag sozusagen aus. Die UNO hat eine Charta, eine Art Verfassung. Und ja, wir wissen natürlich in der Praxis, dass sich nicht alle dran halten und dass das nicht viel verbessert hat in Wahrheit, aber die Idee finde ich wirklich gut. Und natürlich hat die UNO auch, ja, man kann jetzt nicht sagen, es hat gar nichts verbessert, es hat natürlich schon diverse Dinge auch gebracht, Friedenseinsätze und so weiter. Die Wurzeln haben die Vereinten Nationen in der Haager Friedenskonferenz und im Völkerbund, der nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Ziel gegründet wurde, den Frieden auf der Welt dauerhaft zu sichern. Am Anfang waren 26 Staaten dabei, inzwischen haben wir über 190 Staaten drinnen. Jeder Staat muss freiwillig in der UNO sein, das muss von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Die Schweiz war der einzige Staat, wo dem Beitritt eine Volksabstimmung vorangegangen ist. Es gibt einige Erfolge von der UNO, die man auflisten kann. Sie wirkten bei der Gründung vom Staat Israel mit. Sie haben bei der Entschärfung der Berlin-Krise geholfen, bei der Kuba-Krise. Friedenssicherung erfolgreich hat stattgefunden in Kambodscha, Mosambik, Angola, Guatemala und Zypern. Eine der größten Errungenschaften der UNO ist sicher die Allgemeine Erklärung für die Menschenrechte, auf die dann mein nächster Redner zurückkommen wird. Diese Menschenrechtserklärung stammt bereits aus dem Jahr 1948. Weitere Aufgaben der UNO beschäftigen sich mit Ausrottung und Eindämmung von Krankheiten. Die WHO ist eine Nebenorganisation der UNO, die Weltgesundheitsorganisation, mit dem Schutz von Flüchtlingen. Da gibt es die UNHCR, Ausbildung von Minensuchern, wo wir auch alle wissen, dass im Jugoslawienkrieg oder auch in Afghanistan Millionen Minen im Boden liegen. Und die werden dann von diesen Leuten gesucht und entschärft. 70% der Aktivitäten der UNO sind Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe. Und die UNO hat auch ein Welternährungsprogramm, stellt jährlich mehr als die Hälfte der weltweit geleisteten Nahrungsmittel bereit, die in die Welthungerhilfe gehen. Das wird natürlich auch kritisiert, gerade die Entwicklungshilfe. Kritiker sagen, auch damit macht man Staaten einfach abhängig und behindert sie dabei, dass sie selbst wieder hochkommen. Die Millennium-Entwicklungsziele, ja, die dürften wohl auch nicht erreicht werden. 2001 wurden von der UNO, Weltbank und IWF die Millennium-Entwicklungsziele postuliert. Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, Primärschulbildung für alle, Gleichstellung der Geschlechter, Senkung der Kindersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheitsvorsorge, Bekämpfung von HIV, AIDS und anderen Krankheiten, ökologische Nachhaltigkeit, Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung. Ja, also da hinkt man sicher noch etwas hin und hinterher, weil 2015 ist demnächst und da wissen wir alle, dass da einiges nicht erreicht worden ist.
Eine der Hauptaufgaben, wie gesagt, ist die Friedenssicherung der UNO. Eigentlich war einst vorgesehen, dass die UNO eine richtige Eingreiftruppe gründet. Aus irgendwelchen Gründen hat die nie stattgefunden. Übrig geblieben sind die sogenannten Blauhelme, die halt in Kriegsgebiete geschickt werden zur Friedenssicherung, aber keine Gewalt anwenden dürfen, außer zur Selbstverteidigung. Das heißt, wirklich eingreifen in internationale Konflikte dürfen die nicht. Die UNO hat verschiedene Organe. Die Hauptorgane sind die Generalversammlung, das Sekretariat, der Internationale Gerichtshof in Den Haag, von dem sicher auch alle schon gehört haben, der Sicherheitsrat, der Wirtschafts- und Sozialrat und der UN-Treuhandfonds. Die Nebenorgane der UNO sind der Menschenrechtsrat, Entwicklungshilfeprogramm, Umweltprogramme, Kinderhilfswerk, Konferenz für Handel und Entwicklung, Welternährung, Welternährungsrat, Bevölkerungsprogramme und Abrüstungskonferenz. Ich lese das jetzt alles runter aus einem Wikipedia-Artikel und möchte euch natürlich nicht da jetzt jedes Detail nahebringen. Das heißt, wenn das näher interessiert, kann sich da auch gerne selber schlau machen. Da sind natürlich auch zahlreiche Links drinnen, wer da alle dabei ist, welche Organisationen, welche Mitglieder. Also wie gesagt, momentan 193 Staaten Mitglieder der Vereinten Nationen. In der Kronenzeitung habe ich gestern gelesen, ja, wo man eben sieht, dass das nicht so wunschgemäß funktioniert, wie die Sache eigentlich gedacht war. Ende 2013 waren 51 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Kriegen oder Hungerkatastrophen. Jeden Monat fliehen 100.000 Syrer aus ihrer Heimat. Man vermutet, dass jetzt wieder etliche dazukommen werden, wegen den Unruhen mit der ISIS in Irak und Syrien. Die ISIS dürfte wahrscheinlich auch von der USA mitfinanziert und ausgebildet worden sein. Es gab heute einen Artikel, oder weiß jetzt nicht heute, aber heute habe ich ihn gelesen im Handelsblatt, nachdem angeblich die USA in 5 Jahren 7 Staaten destabilisieren möchten. Dazu gehört Irak, Ägypten, also der ganze nordafrikanische Raum. Bei einigen ist es gelungen, wie wir wissen, Libyen und so weiter. Bei einigen sind sie noch dran und man kann nur hoffen, dass sie da nicht durchkommen mit diesen Sachen. Diese 51,2 Millionen sind tatsächlich die höchste Flüchtlingszahl, die wir jemals hatten seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wieder ein Grund mehr, warum wir alle hier stehen und warum wir hier für den Frieden demonstrieren möchten. Vielen Dank. Danke, Vera. Thank you.